Moin moin und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Gothic 2. Ich habe eigentlich noch mehr als genug Folgen auf Halde, aber ich habe so Bock weiterzuspielen, dass ich jetzt einfach noch ein bisschen aufnehme. Ich erinnere mich, wir hatten... Ah, hier ist ein Pilz. Wir hatten alles vorbereitet in Corinis und können jetzt uns hier auf den Weg machen. Ich erinnere mich, dass... Wie war das mit Greg? Mit diesem komischen... Warte mal, da wollte ich noch mal kurz die Nachricht checken. Arbeiterkleidung. Ja, der Mann mit der Augenklappe. Der seltsame Kerl mit der Augenklappe will in die Hafenstadt. Ich soll für ihn einen Weg finden, an den Stadtwachen vorbeizukommen. Keine Ahnung, warum das mit dem Passierschein nicht funktioniert hat. Oder warum er den nicht annehmen will. Soll ich das noch mal kurz ausprobieren, bevor wir losgehen? Weil nicht, dass wir uns da Erfahrung flöten geht, oder? Ich glaube, ich gehe noch mal kurz zu ihm hin. Es geht ja auch ganz schnell und ich werde da auch keine große andere Sache machen. Ne? Also wir laufen jetzt direkt zum Tor, der war da ja direkt bei dem Stadttor im Osten, Westen, keine Ahnung. Und dann machen wir das, weil ich habe nämlich die Sorge, dass wenn wir jetzt zu Onas Hof gehen und zum Beispiel Söldner werden oder was auch immer wir dafür in Progress haben, wir die Chance vertan haben für die Mission und das dann nachher bereuen. Deswegen würde ich das ganz gerne nochmal ausprobieren, aber wir haben glaube ich schon mit ihm geredet, nachdem wir den Passierschein hatten, oder? Keine Ahnung. Wir probieren es einfach mal. Der müsste da vorne ja noch stehen. Hier direkt hinter dem Baum. Hier so? Hä? Ah, da ist er doch. Sehr gut. Also ich habe nämlich keine Ahnung, was wir tun müssen. Nur, wir haben jetzt alles gemacht. Wir haben den Passierschein geholt. Wir wissen von Lester, dass wir 10 Kräuter brauchen, um an den Stadtwachen vorbeizukommen. Ich rede nochmal mit ihm. Wegen der Stadtwachen. Ja, schon eine Idee? Ja, da. Geht nicht. Obwohl ich muss darüber erst nochmal nachdenken. Wo wir den Passierschein haben. Aber beeil dich damit. Dann will ich noch mal eine kleine Sache probieren. Moment. Wir haben aber kein Gold mehr, ne? Wir Apfeltabak. Wir haben hier noch so ein Stuff. Oh, hier haben wir noch 7 ungebratenes Fleisch. Können wir eigentlich auch noch mal vorbereiten. Ich glaube, ich gehe noch mal kurz zu Bartok. Und ich lade auch gleich wieder. Ich mache jetzt erstmal kurz nur ein bisschen Unsinn. Weil ich glaube, ich kaufe mal die Bauernkleidung von Lobart und gucke, ob wir die verkaufen können. Wenn das geht, dann werde ich natürlich alles rückgängig machen. Moment, erstmal spreche ich mit der Bürgerin. Ende, damit sie... Oh, hey. Ich brauche den Herd. Hey. Geh weg da. Was? Bla bla bla. Aber sie geht sofort wieder dran, ne? Ja, verdammt nochmal. Aber gut, ich will mal kurz mit Bosbar reden. Da bist du ja. Ich glaube, wir brauchen 30 Gold, ne? Zeig mir deine... deswegen, ich verkaufe einfach mal... Keine Ahnung, hier so ein... Alter, was? Das gibt nur 8 Gold. Was sind wir denn für ein schlechter Händler? 2 Gold. Hier, dieses hier brauchen wir... Es gibt aber auch nur 2. Ist ja lächerlich. Feldknöterich. Können wir verkaufen. Brauchen wir sowieso nicht. Zack, zack, zack. Und das soll es gewesen sein. Dann gehe ich mal kurz zu Lobart, kaufe die Bauernkleidung und hoffe, dass wir die Greg geben können. Jetzt haben wir doch nichts Neues. Denn wenn nicht, dann weiß ich nicht, wie wir die Mission für den erfüllen sollen. Hä, aber warum können wir den Passierschein nicht geben? Das verstehe ich irgendwie nicht. Weil das wäre doch ideal für ihn, oder nicht? Das ist doch genau das, was er gerade braucht. Ah, hier sind noch beiden Bären. Haben oder nicht haben. Dann doch lieber haben. Zack. Sehr gut. Und auf zu Lobarts Hof. Und Lobart steht da oben auf diesem Hügel. Soweit ich mich entsinne. Hier hinter den Schafen, ne? Da ist er doch. Kann auch sein, dass wir einfach gleich wieder laden und drauf pfeifen. Was kostet die Landarbeiterkleidung? Tja, mal sehen. Du hast für mich die Feldarbeit gemacht. Du bist meiner Frau zur Hand gegangen. Vino sagt, du warst ihm eine echte Hilfe. Ich meine, das will schon was heißen. Er hätte sonst nicht immer mit dem Wein gegeben. Gegangen.
Malet sagt, du hast uns die Banditen vom Hals geschafft. Die Mistkerle haben uns eine Menge Ärger gemacht. Dank dir sind wir sie jetzt los. 30 Goldstücke. Jo. Billiger wird sie nicht. Alles klar, dann gib mal her. Gib mir die Arbeiterkleidung. In meinem Haus steht eine Truhe. Aber lass dir bloß nicht einfallen, noch was anderes zu nehmen, ohne zu fragen. Entschuldigung. Da ist eine Truhe neben anderen Sachen. Aber wir, ja, sollen nur die Landarbeiterkleidung nehmen. Ich gehe stark davon aus, dass der Rest, der da drin ist, sowieso nur Müll ist. Wahrscheinlich meint er diese hier. Ja, hier zwei Gold, ein Käse und ein Apfel. Ah, die Äpfel hätte ich ganz gern. Aber gut, wir nehmen das Ding raus und versuchen die Greg zu geben, insofern das möglich ist. Das wäre natürlich nett. Obwohl, den Feldknöterich brauchen wir sowieso nicht. Wir gehen ja nicht auf Alchemie. Tatsächlich ist das dann ein völlig überflüssiges Kraut für uns, genauso wie Kronstöckel. Das können wir eigentlich immer getrost verkaufen. Komm schon. Wegen der Stadtwachen. Ja, schon eine Idee. Aha. Mit dieser Bauernkleidung hier sollten sie dich vorbeilassen. Das ist genau das, was ich jetzt brauche. Mensch, ich wusste, ich kann mich auf dich verlassen. Getarnt als einheimischer Bauerntölpel wird mich hier niemand mehr behelligen. Ausgezeichnet. Das hast du wirklich gut gemacht. Hier hast du deine versprochene Belohnung. Was denn? 50 läppische Goldmünzen? Das ist doch wohl nicht dein Ernst. Gold ist nicht alles, mein Freund. Nimm sie erstmal. Ich habe so das Gefühl, dass wir uns bald wieder begegnen werden. Und wer weiß, vielleicht werde ich mich nochmal revanchieren. Mach's gut. Alles klar. Sehr gut. Dann haben wir es ja doch geschafft. Damit habe ich jetzt echt nicht gerechnet. Weil ich dachte schon, wir haben jetzt irgendwas vertan. Ich weiß nicht, warum wir ihm den Passierschein nicht geben konnten. Vielleicht, weil das alles durcheinander geraten ist, weil Kanta da hinten nicht mehr sitzt zum Beispiel. Ich weiß es nicht. Aber wir haben jetzt auf jeden Fall ein bisschen Gold bekommen. Und damit auch wieder das, was wir ausgegeben haben, locker wieder drin. Und deswegen würde ich sagen, wir lassen diesen Speicher so, wie er ist. Ich erzähl dir doch nichts Neues. Denn wir haben ja auch eben gerade nochmal ordentlich Erfahrung gekriegt. Deswegen wollte ich das auch nur machen, ne? Erfahrung ist viel wichtiger als Gold. Gold werden wir später noch mehr als genug haben. Aber Erfahrung nicht. Erfahrung können wir jedes bisschen gebrauchen, was wir abgreifen können. Aber, dort, aber gut, dann sind wir jetzt aber auf jeden Fall definitiv vorbereitet und können uns auf den Weg zu Onas Hof machen. Da gibt es ja noch das eine oder andere auf dem Weg, was es zu tun gibt. Und ich glaube, mit unserem Stab, den wir jetzt haben, sowie unserer Skillung, wir haben jetzt zwei Hände auf 25%. Ich glaube, das ist ganz gut so. Ich laufe mal hier so hin. Speichern. Und damit er mir nicht die Erfahrung klaut, laufe ich direkt ein Stück weiter vor. Ich habe aber Angst, dass beide Wölfe angreifen. Ist das ein junger Wolf? Nee, ist ein normaler. Ja, teilen aber ordentlich Schaden aus. Und das meine ich, ne? Das hat auch die übelste Reichweite. Also Zweihandwaffen haben eine deutlich höhere Reichweite als Einhand. Finde ich sehr praktisch. Ich speichere mal hier. Na komm, Mistvieh. So. Zack, zack und zack. Hervorragend. Abreisen und weiter geht's. Hier vielleicht irgendwie Kräuter oder so. Aber eigentlich egal, ne? Ja, was soll's. Oh, da sind zwei. Ich speichere mal. Da habe ich nämlich Angst. Die könnten uns tatsächlich auch aufmischen. Hä? Hat nicht eben gerade noch ein Wolf gedroht? Oder war das einfach buggy und es waren zwei Töne übereinander? Hä? Der hat irgendwie zweimal Töne gemacht, ne? Keine Ahnung, was das soll. Aber gut. Wie dem auch sei, wir haben hier noch eine Feuerwurzel. Die können wir auch teuer verkaufen. Sehr gut. Was haben wir hier noch? Eine Heilwurzel. Die können wir wiederum gut snacken. Oh, hier ist ein Kronstöckel. Hä? Hier? Hier ist doch gar kein Steinkreis. Oh, ne Rat. One Hit. Feuerkraut. Heilpflanze. Und Riesenratte. Mhm.
Sehr gut. Ich weiß nicht, ob wir hier runtergehen können. Hier waren, glaube ich, auch noch Viecher drin. Wertvolle Erfahrung. Ich würde sagen, da schauen wir mal nach. Wenn ich den Bogen zücke, haben wir hier irgendwas in Reichweite. Nee, aber wenn es irgendwie so Feldräuber oder Wölfe sind, dann können wir die nämlich wegsnacken. Da! Meine ich doch. Hier waren noch Viecher. Das ist quasi so ein kleines Zwischental, ne? Und Feldräuber sind sehr easy. Also, die machen schon recht Schaden, aber sie sind deswegen easy, weil sie nie in der Gruppe angreifen, sondern immer einzeln. Das heißt, die können wir schön Stück für Stück einzeln rausziehen. Ich esse aber trotzdem mal was. Und noch ein. So. Speichern. Und Attackos. Oh, die sind so eklig, ne? Boah. Macht doch schon ganz schön Damage. Warum mache ich keinen Damage, frage ich mich gerade. Jetzt stirb! Verdammt! Okay, die sind doch nicht ohne. Ich trinke mal einen Heiltrank. Aber geben, wie viel Erfahrung? Wie viel hat der gerade gegeben? Habe ich nicht drauf geachtet. Weil das ist trotzdem wertvoll dann, ne? Deswegen kümmern wir uns um die. Na, komm her, Mistvieh. Und diesmal stirbt ein bisschen schneller, bitte. warum mache ich keinen Schaden? Ich mache immer nur den Basisschaden, ne? Also nicht dieses, was ich letztes Mal erwähnt hatte mit dem Kritten. Irgendwie machen wir das bei denen nicht. Ich weiß nicht warum. Das könnte sein, dass wir sterben. Ich probiere es trotzdem, weil ich greedy bin. Was war das denn? Also so drei Hits auf einmal. Sag ich nicht nein. Nein! Und er hat uns gekillt. Ich musste es. Beziehungsweise ich dachte es mir. Hätte ich es gewusst, hätte ich was gegessen. So, alles klar, dann esse ich wohl doch noch mal was. Und zwar, ey, so viel haben wir gar nicht mehr, ne? Oh, oh. Ja, ja, ganz ruhig. Kommt schon noch früh genug dran. Ich esse aber mal hier das Fleisch, solange wir es noch haben. So, das sollte reichen. Ich esse mal noch einen Pilz. Njom, njom, njom. Und speichern. Na komm. Oh, nee, zwei auf gar keinen Fall. So. Shit. Machen nur den normalen Schaden bei denen. Sind die zu hoch? Also höher als ich, dass sie deswegen keinen Crit-Schaden abkriegen. Oder eine Rüstung? Haben die eine Rüstung vielleicht? Keine Ahnung. So, jetzt stirb endlich. Ey, die ziehen mir immer über die Hälfte meines Lebens ab. Hm. Weil ich will eigentlich auch noch ein bisschen Proviant für die Reise haben, ehrlich gesagt. Hier, ich erstmal Buddlerfleisch. Und nochmal. Und diesen kleinen Pilz. So. Speichern. Weil die würde ich auf jeden Fall gerne mitnehmen. Weil wegen Erfahrung und so. Nice. Hat daneben getroffen. Aber dafür hat der gesessen. Verdammt! So, beim Zurückgehen kriegen wir ja keinen Schaden zum Glück. Nein! Shit! Wir hatten doch volles Leben. Der hat uns trotzdem gekillt. Das gibt's doch gar nicht. Hä, sind Feldräuber noch zu stark für uns? Scheint so, ne? Aber was soll ich denn sonst machen? Also irgendwie muss ich ja an Erfahrung kommen. Damit wir uns im Nahkampf verbessern. Die hier würde ich noch klatschen, ne? Bis da hinten hin. So.
Na komm. Ja, Level up. Sehr gut. Das heißt, wir können dann gleich theoretisch, wenn wir gerade bei der Stadt sind, nochmal trainieren gehen, oder? Sollten wir? Theoretisch schon, weil es erhöht sich jedes Mal unsere Wahrscheinlichkeit, Schaden anzurichten. Das Heil kommt nämlich mit. Oh shit. Das sieht nicht gut aus. Das sieht nicht gut aus. Er ist viel zu flink. Nicht aufhören zu schlagen. Ah, verdammt. Ah! Der kurze Schrei. Oh Mann. So, weiter geht's. Da braucht man echt Geduld für das Spiel, ne? Oh ne, wir waren nicht full live. Vielleicht lag's daran. Das war jetzt richtig dämlich. Das habe ich gegessen und er hat es sofort wieder weggeschlagen. Okay. Ich gehe nochmal einen Schritt zurück. So. Oh, nee, das wollte ich nicht. Das wollte ich. Dieses Geräusch. So. Jetzt aber. Na komm, Mistvieh. Kann ich den eigentlich ausweichen? Nee, ne? Ich will es auch nicht ausprobieren, weil es so viel Leben kostet. Das ist das Beste, wenn ich sie gegen die Wand drücken kann. Also drängen kann, weil sie dann nicht mehr zurückgehen. Und ich dann einfach richtig schön drauf hack. So habe ich es tatsächlich auch geschafft, schaffe ich es tatsächlich auch, Schattenläufer zu töten, die sehr, sehr stark sind, mit einer der stärksten Wesen in diesem Spiel. Ich möchte eigentlich gar keine Heiltränke trinken. Hier, ich mache mir hier so ein Ding, oder? Heilkraft 200, ich guck mal, wie viel Leben haben wir. 88? Nö. Dann lasse ich das schön bleiben, dann trinke ich doch so ein. Zack. Es ist ein Butlerfleisch. Und hier so ein Dunkelpilz. Und noch ein. So. Und da sind noch welche, ne? Da ist einer. Sind da mehrere oder ist da nur noch einer? Keine Ahnung. Weil sonst würde ich nämlich einfach reinrennen. Speichern. Und Attacke. Jo, das sieht gut aus. Verdammt, der kann immer noch ausweichen. Da, das meine ich, ne? Und er kann nicht zurückweichen. Das ist richtig gut, wenn wir gegen die Wand kämpfen können. Sollten wir auch immer versuchen, ihn irgendwie, also unseren Gegner irgendwie gegen die Wand zu drücken. Hier ist Sumpfkraut, können wir verkaufen. Nicht, dass es uns irgendwas brächte, aber... hier. Ich glaube, es bringt nur ein Gold, ne? Feuernessel. Ja, keine Ahnung. Huch. So. Dann haben wir die Feldräuber auf jeden Fall geklärt. Und ich guck mal, was wir da hinten noch haben. Wenn da noch irgendwie so Wölfe sind oder so, würde ich das begrüßen. Oder weitere Feldräuber. Aber hier ist nichts. Oh! Oh, 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 da sind Varge. Die sind viel zu stark. Das sind sozusagen die hochstufigen Wölfe, wenn man so will. Aber ich gehe mal hier so lang. Guck mal. Oh, da sind nur Varge. Gut, dann würde ich sagen, müssen wir später nochmal wiederkommen. Gegen die kommen wir definitiv nicht an. Die machen mit einem Haps, ziehen die unser komplettes Leben ab. Oder vielleicht mit zwei, weiß ich nicht. Auf jeden Fall keine gute Idee, sich mit denen anzulegen. Noch nicht. Aber früher oder später werden wir doch das hier klären. So, dann würde ich sagen, gehen wir mal hier durch diesen Graben wieder zurück. Vielleicht finden wir ja auch noch Stuff, der hier rumliegt. Da ist doch ein Kraut. Feuerwurzel. Weißt du was? Diesen ganzen Stuff wie Feuerwurzel und Feuerkraut und so, das verkaufe ich auch mal. Weil das brauchen wir überhaupt nicht, ne? Also, dass ich so... jetzt schon mir überlege, welche Kräuter behalten wir
Und welche kommen weg? Feldknöterich kann weg, Kronstöcke kann weg. Das sind alles Sachen, die wir nicht brauchen. Und dann nur so diese Heilsachen behalten, ne?